Starlight Express. Und hier ist das Licht am Ende des Tunnels. Es gibt ein Licht ganz am Ende des Tunnels. Es gibt ein Licht ganz am Ende des Tunnels. Ist man im Tunnel drin, dann sieht man es nicht. Es gibt ein Licht ganz am Ende des Tunnels. Es gibt ein Licht ganz am Ende des Tunnels. Ist man im Tunnel drin, dann sieht man es nicht. Jedoch am Ende des Tunnels scheint ein Licht. Es entdeckte James Watt den Aufsichtsrat. Geschossen war das Bad, das Dampfkraft hat. Denn in der Tat bringt Dampf im Bad. Mit Dampf kann man sich nicht bewegen. Er bewegt das Rad. Kann bewegen. Bringt jeden Zug im Bad. Dankeschön. Ich könnte jetzt jeden hier befragen, natürlich. Aber ich werde mir einen rausgreifen, einer, der einen Rekord hat, der zu den wenigen gehört, die seit 10 Jahren mit dabei sind. 2000, Martin Buff, komm. 2500 Vorstellungen mitgemacht hat und sogar noch Deutsch redet. Martin, wie lange, ehrlich, hast du gebraucht, um auf diesen Rollschuhen so wie ich zu stehen, erst einmal, oder überhaupt sie so zu können? Ungefähr 3 Monate. 3 Monate? Ja. Dann bin ich froh. Mit 2 Tagen ist das eigentlich dann gar nicht schlecht. Ich werde in deine Schule... Oh, guck mal hier, die Eleganz, die da drauf hat. Wir habt jetzt seit wenigen Wochen ein neues Cast. Immer wieder junge Leute, die nachströmen, die unbedingt hier mit dabei sein wollen. Was für einen Tipp gibst du diesen jungen Leuten, du als erfahrener Mann? Ja, was ich sagen? Immer gutes, gesundes Essen, jeden Tag trainieren und immer nett und lieb zu sein. Yeah! Das ist die Philosophie von Starlight. Dankeschön, Martin. Ganz am Ende des Tunnels. Es gibt ein Licht ganz am Ende des Tunnels.